Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hat sich am Montagnachmittag über die Technologieplattform Bioenergie und Methan, kurz TBM, in Geisingen-Türkheim informiert. Schließlich fördert das Ministerium den geplanten Bau und Betrieb einer Demonstrationsanlage zur Holzvergasung mit 3,6 Millionen Euro. Doch bevor es um das Pilotprojekt gehen konnte, hörte er sich erst einmal die Sorgen und Nöte der heimischen Landwirte an, die einen fairen Milchpreis fordern. Während er den Bauern zwar zuhören, aber nichts versprechen konnte, ist der Förderbescheid des Umweltministeriums unumstößlich. Und für Minister Gabriel ist es gut, weil zukunftsträchtig angelegtes Geld. Sie haben gesehen, 23 Millionen Euro Investitionssumme. Das ist Geld, das eben nicht nach Russland oder nach Saudi-Arabien überwiesen wird, sondern im eigenen Land Wertschöpfung macht. Wenn man dann noch ein bisschen aufpasst bei der Auftragsvergabe, dass es die Unternehmen bekommen, die sich in Deutschland an Recht und Gesetz und auch an Tarifverträge und Sozialabgaben halten, ist auch schon viel gewonnen. Kann man ein bisschen aufpassen. In Geislingen-Türkheim soll mittels eines neuen Verfahrens elektrische Energie und Wärme aus Biomasse hergestellt werden. Die geplante Anlage weist eine Brennstoffleistung von 10 Megawatt auf. Und wenn man sich vor Augen führt, dass durch diese Anlage 10.000 Haushalte mit Wärme und Strom versorgt werden können, 10.000 Haushalte. Und wenn man jetzt dies ins Verhältnis setzt mit dem Anteil der Haushalte allein der Stadt Geislingen, das sind 13.300, dann wird deutlich, welche Dimension diese Anlage hat. Ja, sie könnte nahezu den Bedarf der Stadt Geislingen decken. Die Technik des Pilotheizkraftwerks verwendet Holz und bisher nicht nutzbare holzartige Biomasse-Reststoffe aus der Landschaftspflege. Sie kann täglich 2 Lkw-Ladungen Material aus den Wäldern rund um Geislingen und aus der Region des Biosphärengebiets Schwäbische Alb verarbeiten. Für diese Biosphärengebiete müssen Pflegepläne erstellt werden. Über diese Pflegepläne entstehen natürlich ligninhaltige Stoffe, Einsatzstoffe für eine solche Vergasungsanlage, die dann zur Verfügung stehen zu gewissen Jahreszeiten und dann entsprechend in dieser Anlage eingesetzt werden können. Noch ist von der Pilotanlage kaum etwas zu sehen. Doch mit dem Förderbescheid steht dem Bau nichts mehr im Weg. Im April 2010 soll Baubeginn sein. Bereits ein Jahr später soll der Probebetrieb aufgenommen werden. Und bereits jetzt hat Geislingens OB Wolfgang Ammann Umweltminister Sigmar Gabriel zum Spatenstich eingeladen, was ihn sehr gefreut hat. Herr Oberbürgermeister, wenn Sie mich zum Spatenstich für das Jahr 2010 einladen, dann habe ich in diesen schwierigen Zeiten für deutsche Sozialdemokraten endlich einen getroffen, der an meine Wiederwahl glaubt. Vielen Dank. Es ist Wahlkampf und so nahm sich der Minister nicht nur vor der eigentlichen Veranstaltung Zeit für die Landwirte, sondern anschließend auch noch für die Befürworter des BC-Neubaus bis Geislingen und darüber hinaus. Aber auch hier konnte er zwar zuhören, aber nichts versprechen.